so schwer, ich weiß nicht, wie ich das alles auf dem Fahrrad geschafft habe. Aber ich hab's geschafft. So, jetzt nochmal richtig. Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich mache mich jetzt erstmal hier fertig für die Kamera. Willkommen nach langer Zeit wieder mal zurück auf meinem Kanal. Ich mache jetzt auch gar kein langes Intro. Ich will euch heute nur meinen Wocheneinkauf zeigen mit meinen liebsten veganen Produkten, die ich jetzt gekauft habe. Und das Essen, was ich gekauft habe, das sollte mindestens für eine Woche reichen. Es kann sogar sein, dass ich über eine Woche nicht einkaufen gehen muss. Hoffentlich, cool wäre es. Und deswegen legen wir jetzt auch direkt mal los. Und ja, ich bin hier gerade in der Mietwohnung, deswegen ignoriert hier die Lampe. Meine Mieterin hat da irgendwie noch keine Lampe hingehängt, warum auch immer, fragt mich nicht. So, nochmal ein kleiner Perspektivenwechsel. Ich dachte, ich kann es euch einfacher zeigen, wenn ich einfach auf dem Boden sitze, weil ich jetzt die ganzen Sachen zeigen kann. So, eine Sache, von der ich natürlich immer viel kaufe, ist frisches Obst und Gemüse. Weintrauben leider voll in Plastik verpackt. Ich probiere eigentlich darauf zu achten, möglichst wenig Plastik zu kaufen, aber manchmal gibt es die Produkte halt nur mit Plastik, kann ich leider dann auch nicht ändern. Blumenkohl, Gurken, Bananen, mehr Bananen, Äpfel, kleine Tomaten, Radieschen, Spinat, kriege ich gar nicht hier raus, Karotten. Vor allem Karotten kaufe ich viel lieber unverpackt eigentlich, weil ich finde, die fangen auch in so Plastik viel schneller an zu schimmeln. Dann habe ich noch eine Mango, Zucchini, Limetten und das war's an frischen Sachen. Und sowas wie Ingwer und Knoblauch und Zwiebeln habe ich eh immer zu Hause, deswegen habe ich das jetzt nicht neu gekauft. Wovon ich auch immer viel kaufe, sind irgendwelche Sachen in Dosen, weil die halten lange und das kaufe ich dann ganz gerne auf Vorrat, so wie jetzt auch. Deswegen, ich habe jetzt hier zum Beispiel Kidneybohnen, gehackte Tomaten, noch mehr Kidneybohnen, Mais, Kichererbsen, auch immer super wichtig, Kichererbsen habe ich immer zu Hause. Noch mehr Mais, noch mehr Kichererbsen, noch ein paar so weiße Riesenbohnen. Das ist jetzt auch für bestimmte Rezepte, die ich kochen will. Ich kaufe nämlich immer so ein, dass ich mir irgendwelche Rezepte aussuche und dann genau aufschaue, was ich dafür brauche, dass ich nicht einfach nur irgendwie randomly irgendwelche Sachen kaufe. Wenn es mal irgendwie schnell gehen muss und ich einen schnellen Kichererbsensalat oder so machen will oder irgendwo zu Hummus machen will, geht es dann einfach sehr, sehr easy, wenn man das einfach auf Vorrat hat. Weiter geht's. Dann habe ich noch Sojasauce gekauft. Das habe ich auch immer im Haus, aber meine letzte jetzt gerade leer. Das ist einfach super, wenn man irgendwas noch nachwürzen will oder für Stir-Fry oder irgendwelche anderen Sachen. Dann, was natürlich nicht fehlen darf, ist Tofu. Jetzt habe ich mal einen neuen Tofu von Lidl hier. Normalerweise nehme ich immer den von Edeka. Den mag ich auch richtig gerne, der von der Edeka Eigenmarke. Aber Lidl hatte irgendwie in letzter Zeit so viel Werbung für vegane Produkte. Deswegen wollte ich dann auch mal die Produkte von dort ausprobieren. Deswegen bin ich mal gespannt, wie dieses Tofu hier dann schmecken wird im Vergleich zu Edeka. So eine andere Sache, die ich auch in meinem Haus habe, ist Gemüsebrühe. Das ist auch super einfach zum Nachwürzen für alles Mögliche. Deswegen habe ich das auch in meinem Haus. Und Apfelmark oder so Apfelmus ohne zugesetzten Zucker natürlich am liebsten. Ist auch noch super, habe ich auch immer ganz gerne im Haus. Super, zum Beispiel zum Porridge. Ich habe diese Sour Sticks gekauft. Die finde ich so, so lecker. Ich liebe aber auch so saure Gummibärchen. Dann habe ich noch so Doppelkekse von Vegans gekauft. Die mag ich auch so gerne. Die erinnern mich halt an so eine Prinzenrolle oder sowas. Sind halt einfach so Sandwich-Cookies mit so einer Schicht Schokolade zwischendrin. Super für zwischendurch. Ebenfalls im Angebot waren die hier von Vegans, vegane Crispy Nuggets. Die habe ich noch nicht probiert. Deswegen bin ich gespannt, die mal auszutesten. Dann gab es auch noch diese Pizza von Vegans. Die habe ich schon mal probiert und die fand ich auch ziemlich lecker. Ich bin wirklich nicht so der Tiefkühlpizza-Mensch eigentlich, aber ich will ja die veganen Marken unterstützen. Und außerdem, wenn es irgendwie mal schnell gehen muss, ist es schon praktisch, sowas mal einfach in der Tiefkühltruhe zu haben. Dann habe ich noch ein paar Wraps gekauft. Die brauche ich halt für eins für meine Essen für nächste Woche. Dann habe ich noch einmal diese Bio-Hafermilch gekauft und dann diese Kokosnussmilch. Das ist, glaube ich, Kokosnussmilch. Das ist Kokosmilch mit Reismilch zusammen und die mag ich richtig gerne für zum Beispiel Porridge oder in den Smoothie. Dann habe ich noch von Alpro so einen Naturjoghurt ohne zugesetzten Zucker. Dann habe ich auch noch von Vegans diese Sandwich-Soße. Die habe ich noch nicht probiert, deswegen bin ich mal gespannt, wie die schmecken wird. Ich habe eigentlich nach veganer Mayo gesucht, aber die war gerade ausverkauft. Deswegen habe ich dann das mitgenommen, das stand nämlich daneben. Da dachte ich, wird schon ähnlich sein. Und als letztes habe ich noch vegane Spätzle gefunden, ebenfalls bei Lidl. Die hatten auch vegane, wie heißen die, Schlupfnudeln? Schupfnudeln? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall wollte ich unbedingt mal diese Spätzle ausprobieren, weil, keine Ahnung, ich habe früher auch nie viel Spätzle gegessen, aber ich probiere immer mal gerne was Neues aus. Und dann habe ich noch Tiefkühlblaubeeren gekauft, die brauche ich immer für meinen Porridge morgens. So, das war jetzt
jetzt der Einkauf. Und andere Produkte, die ich immer noch im Kühlschrank habe, sind einmal von Coconut Collaborative der Joghurt. Den liebe ich nämlich so sehr. Von Eat Planted das Chicken. Mag ich auch total gerne. Beide habe ich bei Edeka gekauft. Das habe ich auch immer im Kühlschrank zum Backen. Mein liebster veganer Scheibenkäse. Was ich auch noch immer da habe, sind Haferflocken. Die kaufe ich eigentlich immer auf Vorrat in einem Unverpacktladen und nehme da dann so viele mit wie möglich. Nudeln, am liebsten mag ich Linsennudeln oder eben einfach normale Weizennudeln. Kaufe ich auch am liebsten im Unverpacktladen. Datteln kaufe ich auch immer im Unverpacktladen. Und so Sachen wie Reis. Und da habe ich auch noch so Risotto-Reis und normalen Reis. Das habe ich auch im Unverpacktladen gekauft. Das finde ich einfach super. Und das sind Sachen, die ich dann immer auf Vorrat kaufe, dass ich die nicht eben jedes Mal wieder mitschleppen muss. Und dass man auch ein bisschen Plastik sparen kann. Das ist natürlich auch immer eine schöne Sache, wenn man da ein bisschen was Gutes für die Umwelt tun kann. Sachen wie Ahornsirup habe ich auch immer da. Hier seht ihr meine Haferflocken. Hier habe ich zum Beispiel noch Leinsamen und Mandelmus und Kokosöl und gemahlene Mandeln. Und so kaufe ich das dann immer im Unverpacktladen, dass ich da meine Gläser mitbringe und das eben abfülle. Und wenn ihr gerne Lust hättet auf ein Video, wo ich euch zeige, was ich jetzt diese Woche alles esse mit eben diesen ganzen Sachen, die ich hier gekauft habe. Wenn ich gerade hier auf diesen Haufen vor mir gucke, bin ich völlig schockiert, dass ich das alles alleine essen soll. Aber ich kenne mich selber, das kriege ich schon sehr gut hin. Also ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Vielleicht habt ihr ein paar neue Produkte entdeckt, die ihr noch nicht kanntet und auch mal ausprobieren wollt. Ich hoffe sehr, dass ich euch bald wieder auf meinem Kanal sehe. Und ich habe euch alle ganz doll lieb. Und bis bald. Ich weiß auch nicht, irgendwann habe ich mir das mal so angewöhnt, meine Videos immer so damit zu enden. Und jetzt mache ich das immer noch, obwohl ich seit über einem Jahr, glaube ich, kein YouTube-Video mehr gemacht habe. Tschüss.